Liebe Freundinnen und Freunde, ich stehe hier als Politikerin, die das Gebäudeenergiegesetz richtig findet. Und ich stehe hier als Nachbarin. Als Nachbarin von Menschen, die mich im Hausflur verunsichert ansprechen und fragen, was macht ihr denn da? Ich kann diese Verunsicherung meiner Nachbarin und der Menschen in Deutschland verstehen. Die Veränderung ist groß, sie betrifft uns persönlich und sie ist eine finanzielle Herausforderung. Warum hat sich vorher niemand rangewagt an die Wärmewende in den Gebäuden? Vermutlich, weil sie wussten, dass sie sich damit unbeliebt machen würden. Aber das hat uns nicht abgeschreckt. Wir sind der Verantwortung nachgekommen, weil wir wissen, dass es existenziell ist, dass es zukunftsweisend ist und dass wir damit einen entscheidenden Beitrag zur Klimaneutralität leisten. Die WohnungseigentümerInnen, die HandwerkerInnen, die Kommunen, die Bauunternehmen, die brauchen jetzt Antworten und Verbindlichkeit. Was sie nicht brauchen, ist Angstmacherei. Schluss mit dieser Kampagne gegen die Wärmewende. Politik muss konstruktiv sein und nicht destruktiv. Wir gestalten den Wandel konstruktiv. Wir werden niemanden alleine lassen. Die Wärmewende jetzt nicht anzugehen, das wird die Menschen alleine lassen, wenn die Preise für Öl und Gas ansteigen. Deshalb ist es richtig, dass wir das jetzt gut und sozial gerecht umsetzen, dass wir pragmatisch handeln. Es ist richtig, dass wir die kommunale Wärmeplanung voranstellen. Und das gehört alles zusammen. Wenn wir das schaffen, wenn wir es hinbekommen, die Wärmeversorgung umzustellen auf erneuerbare Energien, die zukünftigen Generationen werden genau auf diesen Punkt in der Geschichte schauen. Liebe Freundinnen und Freunde, das wird ein Wendepunkt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Jetzt ist die Zeit, die Rahmenbedingungen zu definieren, Startdatum, Technologien, Härtefallregeln, Förderung bis zu 80%. Wir Grüne sind bereit. Leider kann man das nicht für alle sagen. Der Gestaltungswille so manch eines Politikers steckt im Großstau. Und der Kanzler drückt sich vor seiner Verantwortung. Wir haben die Wahl, ob wir so weitermachen wie bisher und ob wir die Menschen den verheerenden Folgen der Klimakrise unterwerfen wollen oder ob wir jetzt unser Zusammenleben neu gestalten, unsere Artenvielfalt, unsere Natur, unsere Demokratie und unseren Wohlstand sichern. Zukünftige Generationen werden diese Wahl nicht haben, wenn wir nicht jetzt handeln. Eines Tages werden Sie auf diesen Punkt in der Geschichte zurückschauen und hoffentlich, hoffentlich werden Sie sehen, dass wir die Kurve gekriegt haben. Das ist das, was mich und was uns jeden Tag antreibt. Liebe Freundinnen und Freunde, was mich natürlich auch gerade in diesem Moment umtreibt, ist, dass letzten Sonntag Erdogan erneut zum Präsidenten gewählt wurde. Ich bin fassungslos. Und ich kann es einfach nicht verstehen. Verdammt nochmal, ich kann es wirklich nicht verstehen, dass Menschen, die in einer Demokratie leben, dort eine Autokratie wählen. Und die Bilder vom Wahlabend, von den Autokorsos, von den Menschen, die nationalistische Lieder singen und das Zeichen für die grauen Wölfe machen, ich finde es einfach nur verstörend. Ich nehme diese Wahl als politischen Ansporn dafür, die Hand auszustrecken zur Zivilgesellschaft und zur demokratischen Opposition in der Türkei, denn sie brauchen unsere Unterstützung mehr denn je. Ich nehme diese Wahl auch als Ansporn, den WählerInnen von Erdogan aus Deutschland ein Gegenangebot zu machen, ihnen zu sagen, wir gehören hierhin. Wir dürfen nämlich Erdogan nicht überlassen, dass er ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl gibt.
Wir dürfen nicht sagen, ihr habt ihn gewählt, dann geht doch in die Türkei. Nein, unsere Antwort muss lauten, ihr gehört hierhin, das ist hier euer Zuhause und wir werden alles dafür tun, dass ihr ein friedliches, vielfältiges, demokratisches Miteinander mit uns erfahren könnt. Wir müssen uns verbünden, denn die Autokraten dieser Welt sind auch verbündet. Und auch hier mitten in Europa müssen wir endlich Schluss machen mit den Autokraten, mit populistischen Herrschern, die die Rechte von Frauen, von Minderheiten, von LGBTIQ mit den Füßen treten. Liebe Kandidierende für das Europaparlament, mit euch gemeinsam schaffen wir es, gegen den Rechtsruck in Europa anzukämpfen. Ich zähle auf euch. Liebe Freundinnen und Freunde, vor fast einem Jahr stand ich hier und habe mich als eure Landesvorsitzende beworben. Ich habe gesagt, dass wir eine Politik brauchen, die Zuversicht macht, die Hoffnung macht und die Mut macht, die Veränderungen zu bestreiten. Lasst uns voller Zuversicht bleiben, lasst uns voller Hoffnung bleiben und die Hand ausstrecken. Lasst uns die Veränderungen, die uns bevorstehen, anpacken. Denn das ist unsere Zeit und wir handeln jetzt. Vielen Dank.